Ja, hey und willkommen zurück zu Revival. In unserer letzten Folge haben wir festgestellt, wie krass es ist, einfach Brontos rein zu suiciden und dazu zu runnen. Also gut, nicht in der Art und Weise, in der wir uns das vorgestellt haben, das hat aber trotzdem was Gutes, denn wir können natürlich das gleiche machen, allerdings haben wir im Finale wesentlich mehr Leute, weil wir eine Ally haben. Heißt also, für uns steht jetzt der Fokus darin, nochmal die Sachen nachzufarmen, die wir eventuell jetzt gerade verbraucht hatten. Wir haben ja so ein bisschen Matz-Probleme gekriegt mittendrin. Und dann in der Session am Freitag, also das heißt, das war jetzt gerade die Freitag-Session in der letzten Folge. Und ja, in der Donnerstag-Session kann man jetzt dann nochmal ordentlich reinfarmen. Und in der Freitag-Session heißt es dann Finale und Hard aufs Maul. Also sich darauf vorzubereiten. Wir waren natürlich auch so weit unterwegs, dass wir wussten, wir müssten uns organisieren mit den Leuten. Ich hatte also schon mal im Vorfeld Discord aufgemacht, da ein paar Leute eingeladen. Also um genau zu sein, alle anderen Angreifer-Tribes. Um sich da ein bisschen auszutauschen, wer hat was, wer kann was am Ende zum Angriff beitragen. Und natürlich, und ich finde, das ist fast das Wichtigste, dass man plant, wer wo wann foppt und was man tatsächlich so für Sachen machen kann, die Base schon mal scoutet, den Leuten da entsprechend Sachen weiterleitet und so weiter. Wir haben also wirklich getryhardet und versucht, möglichst viel aus unserer Vorbereitung rauszuholen. Ihr merkt aber schon, irgendwie klingt das alles so, als würde ich das so ein bisschen in Konjunktiv packen. Denn das werdet ihr bei mir alles nicht mehr sehen. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen weird, so direkt vom Finale auszusteigen, könnte man auch durchaus als dumm bezeichnen, also sowohl aus Content als auch aus Ingame-Sicht. Wir haben aber sehr wohl unsere Gründe. Ich werde die jetzt hier nicht super groß ausformulieren, ich glaube, das Ganze wurde alles zu Genüge diskutiert. Ich kann nur so zusammenfassen, wir sind immer wieder mit den Specs und der Orga aneinander geraten im Laufe des Projekts und das Ganze hat leider zwischen den Sessions, die ihr jetzt bei mir noch gesehen habt, und im Finale seinen Höhepunkt genommen. Und dadurch für uns einfach diesen Punkt gegeben, wo wir gesagt haben, wenn wir irgendwie zu unseren Prinzipien stehen wollen, dann müssen wir jetzt quitten. Und ja, das haben wir dann auch getan. Das wurde alles zu Genüge ausdiskutiert. Also ihr braucht jetzt nicht irgendwo hergehen und irgendwie meinen, ihr müsst euch jetzt dafür irgendwas einsetzen. Da wurde alles gesagt, was jemals irgendwie hätte gesagt werden müssen. Bitte lasst auch nicht irgendwo euren Frust los, falls ihr den jetzt habt, I don't know. Chillt einfach eure Basis, das Ganze wurde soweit geklärt, wie es irgendwie geklärt werden kann. Was heißt das für die Zukunft? Wir machen hier weiter irgendwas mit Ark, vielleicht auch ein bisschen was mit Rust oder der Sea. Ich hätte Bock, mir auch so eine Sache mal anzugucken. Und ja, daddeln halt irgendwie irgendwas und PvP wird es auch geben. Also gibt, glaube ich, Schlimmeres. Wenn irgendwann wie mal wieder irgendwas veranstaltet, dann müssen wir sehen, was wir davon halten, müssen wir sehen, was Beam und das entsprechende Spec-Team, was dann am Start ist, davon hält, uns da überhaupt mit am Start zu haben. Keine Ahnung, was sich da ergibt, das wird man irgendwann in der Zukunft mal sehen. Bis dahin kann ich aber auf jeden Fall sagen, ja, machen wir halt was anderes. In dem Sinne, sorry für diese etwas weirde Überraschung. Ja, keine Ahnung, schaut bei den anderen vorbei. Ich glaube, da könnte es ein paar sehr interessante Folgen geben, gerade dadurch, dass wir gequittet sind. Mit jetzt nicht allzu wenig Mats und da jetzt eine Offline-Base steht, könnten sich interessante Situationen ergeben. Ich könnte mir also vorstellen, dass ihr mal bei Gato oder Jinichi vorbeigucken könnt. Vielleicht kloppen die sich ja darum, I don't know, man wird es sehen. Und schaut natürlich im Finale vorbei. Ich glaube, das wird interessant. In dem Sinne, haut da rein, Leute. Danke fürs Zuschauen.